Und hallo und herzlich willkommen erstmal wieder zurück zum Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind jetzt zum sicheren Vorort gekommen, um hier auf jeden Fall einmal die das Holo-Terminal zu benutzen. Nicht die Holo-Station, sondern das Holo-Terminal. Aber vorerst werden wir noch einmal kurz unsere Nachricht checken. So, was haben wir denn hier Schönes? Soras, neue Gilde eröffnen, was? Hey, hier, Soras, Dragonblood aus deiner Gilde. Wollte noch mal fragen wegen der Imperium-Gilde. Ich hatte ja bereits vorgeschlagen, dass wir diese Gilde hier auch für die Imperium-Seite öffnen. Für die, die auch gerne mal böse sind, würde dann für dich eröffnen. Also ein paar Leute zusammenfinden, die mir helfen, diese zu öffnen. Also mit demselben Namen wie diese republikanische Gilde. Ist kein Problem. Ich kann von mir aus ja auch einen Char erstellen und dann gammelt er erstmal da rum und keine Ahnung. Vielleicht werde ich das auch privat spielen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so wenig Zeit. Ich habe extrem wirklich wenig Zeit. Irgendwie, ich merke das gerade. Es ist 3:30 Uhr morgens, wo ich das jetzt hier gerade noch aufnehme, weil ich eine gute Stunde noch nach den Minecraft Texture Packs gesucht habe für Star Wars. Und ich habe doch da tatsächlich vielleicht etwas gefunden, was mir selber zusagt. Muss ich immer schauen. Vielleicht kann man ja irgendwie auch noch irgendwelche Texture Packs miteinander vermixen, vermischen, damit das auch noch alles ganz stimmig wirkt. Deswegen muss ich auf jeden Fall mal gucken. Und wenn nicht, werde ich einfach mal was öffnen. Ich weiß nicht, da müssen wir auf jeden Fall mal wieder 4 Leute dafür da sein, beziehungsweise 3 Leute mindestens. Und dann kann ich auch schon die Gilde öffnen. Aber erstmal danke natürlich für den Vorschlag. Ja, neue Gilde öffnen habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Wenn nicht, habt einfach ein wenig Geduld. So, aber wir werden jetzt erstmal nochmal ganz kurz jetzt an das Holo-Terminal gehen und hoffentlich doch die paar XP einheimsen, die uns dann noch fehlen, um Level 60 zu werden. Ihr habt es geschafft. Gut, jetzt hört mir zu. Ich habe einen möglichen Hinweis zum Weltenvernichter. Aufklärungsdroiden haben ein großes Kontingent von SK entdeckt, die sich auf dem Weg ins Gefängnisinnere befinden. Elite-Soldaten, sehr gefährlich. Sie werden von niemand Geringerem als dem Patriarchen der Eshkar angeführt, Blutklaue. Wenn dieser Irre dabei ist, können wir sicher sein, dass sie etwas vorhaben. Ihr glaubt, das hat etwas mit dem Weltenvernichter zu tun? Ich wüsste nicht, was die Eshkar sonst so in Aufruhr versetzen könnte. Die Eshkar werden einen besonderen Trumpf brauchen, wenn sie von diesem Felsklumpen entkommen wollen. Ich tippe auf den Weltenvernichter. Ich habe ein paar Aufzeichnungen über das Ding ausgegraben. Sehr apokalyptisch. Da kamen häufiger Sätze wie Zerstörer von Planeten und Verschlinger von Sternen vor, als mir lieb ist. Wir sollten das Ding so weit wie möglich von der Republik fernhalten. Wenn Belsavis für irgendetwas gut ist, dann um den Abschaum der Galaxis von der Republik fernzuhalten. Ich habe den Funkverkehr der SK belauscht. Sie wollen eine Notsicherung ausschalten. Das könnte unsere Chance sein, diesen Unsinn aufzuhalten. Die Übertragung kam aus einer Höhle in der Nähe. Viele SK versammeln sich dort. Geht auch dorthin und findet heraus, was es mit dieser Notsicherung auf sich hat. Was auch immer die SK vorhaben, ich werde sie aufhalten. Diese Mission wird euch tiefer ins Innere von Belsavis hineinführen, als jemals jemand vorgedrungen ist. Es ist eine gefährliche Welt da unten, aber die Republik, ach, verflucht, vielleicht die ganze Galaxis zählt auf euch. Viel Glück. Ja, vielen Dank für die ganzen Infos. Na, ach, das hat nicht ausgereicht. Okay, kein Problem. Aber erstmal Machtstärke, das hält ja, glaube ich, eine halbe Stunde an. Ach, ne, Quatsch, eine Stunde war das. Genau. So, dann schauen wir mal, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Wir müssen einmal hier weiter oder gleich hier einfach rechts runter. Wobei mich sogar schon das einmal hier rechts runterlaufen anlächeln würde. Also hier nicht, sondern da. Genau, da rein. Das wäre jetzt die Mission. Suche die Wissenschaftler in der Kammer und da hinten weiter wäre sozusagen die untersuche die Notsicherung. Also das wäre beides dasselbe. Wartet mal, Notsicherung. Suche die Wissenschaftler in der Kammer. Ach, das ist das. Damit würden wir jetzt dann... Ah, ja, stimmt. Was? Die war noch vorher gar nicht da. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Dass da jetzt auf einmal Leute waren. Aber hey, no problem. Das
Jetzt müssen wir hier irgendwie vorbei. Sehr schön, haben wir geschafft. Hä, da waren doch vorher nicht die Leute. Verstehe ich überhaupt nicht. Der ist Gold. Hat uns, kann uns zwar nichts anhaben, aber sicher ist halt sicher. Ich bin jetzt mal gespannt, was uns da erwartet. Ich meine, jetzt sind wir zwar immer noch in Ashkar drinne, aber es ist total merkwürdig hier. Dieser Unterschied zwischen... Wow. Der sieht cool aus. Den als Reittier. Ah, wir müssen einmal außen rumlaufen. Tricky hier. Nee, was mich hier wundert, ist diese Grenze genau zwischen ein ganz anderes Biom wieder. Hier haben wir komplett irgendwie wieder so ein bisschen, ja nicht Dschungel, aber so ein bisschen halt Pflanzenwuchs und Eis ist ringsherum. Also ganz merkwürdig dieser Planet. Tadam! So. Ach, verdammter Mist. Verdammter Mist. Ah, es gibt jetzt hier wieder eine kleine Sidequest, in der wir die Leute abschlachten. Ah, ich finde es immer nicht so... Weiß ich nicht. Nicht so dolle. Na, alles an. Sehr schön. Jetzt führt es irgendwie uns unten tief in die Katakomben rein. Ja, greift die mal an hier. Ja, okay, ich mach mal mit hier. Gibt's hier irgendwelchen Loot? Nö. Sehr schön. Na, auch noch einmal. Sehr schön. Was Rätselhaftes macht was? Ach, er fordert Schild. Oh. Aber wir sind auch noch nicht Level 60, sonst hätte ich schon gesagt, hey, lass uns doch einfach mal alles ausrüsten. Hier ist ein Ashkar Ältester. Wenn das eigentlich der Älteste ist, dann frage ich mich, wieso er nicht weise ist wie ein Ältester. Beiden Level ab, Leute. Und ich habe ja gesagt, also ab Level 60, wie ich sehe, da gibt es dann wieder ganz neue Ausrüstungsgegenstände. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal kurz hochdüsen, um nochmal meine Ausrüstung komplett auf den aktuellsten Stand dann zu bringen. Sozusagen alles auf Level 60. Sowohl die Kleidung als auch die, ja, die Hauptwaffen, also unsere zwei Lichtschwerter. Weil, wie gesagt, das eine Lichtschwert ist schon so ein bisschen nah an der Grenze dazu, dass, wie gesagt, dieses Schwert hier besser ist. Also, das kann so auf jeden Fall nicht weitergehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns nächste Runde, beziehungsweise ab Level 60, dann einfach mal nach oben begeben. Könnte sogar gleich soweit sein. Mit den nächsten paar Gegnern hier. So, wie viel noch? 93.000. Ne, 393.043 und 940.795 brauchen wir. Also nicht mehr sehr viel. Dann gibt's noch Level Up. Von 20. Wir bräuchten jetzt eigentlich noch einen dicken, oder? Wir können jetzt auch ganz normal hier runterlaufen wahrscheinlich. Und genau. Und können den goldenen uns einfach mal vornehmen.
ne? So, jetzt aber. Stufe 60. Stufe 60 als Jedi-Ritter. Dann gibt es hier nochmal 65 und nochmal hier 70. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das bekommen. Hier bekommen wir irgendwie so eine Art, keine Ahnung, was soll das sein? Bekommen wir hier irgendwas jedenfalls mal später? Ich weiß es nicht. Sieht mir irgendwie so aus, irgendwie was mit 10 mal 25 mal 25. Also hier bekommen wir irgendeine Kacke. Ja, hier steht irgendwas, glaube ich. Irgendwas mit 700. Ja? Hier ist irgendein komischer Kack silberner Pokal. Das ist wahrscheinlich unsere... Ach ja, wir haben wahrscheinlich dann 700 Punkte gesammelt. Und insgesamt kann man 60.705 Punkte sammeln. Ach so, ah. Ja, wenn es dann weiter nichts ist. Also ich meine, ich habe das Spiel ja dann schon fast durchgespielt, ne? Verdammt. Ist das heftig. Und vor allem, das ist ja nur die Seite des Jedis. Ich habe ja nicht mal irgendwie sehr viel gemacht. Was? Kriegstürmer? Welche Kriegstürmer? Ach da. Da sind die Kriegstürmer. Ja, es ist kein Problem. Friss mein Lichtschwert. Na, sollst du das machen? Oh, wer ist denn das? Ein Dude! Irgendein Dude! Da korru lenite de da kjer rukene het. Da bies mete te forfost, jan te drogise. Habi pwedjermos dolegan, de biso bidjelst. Den kennen wir eigentlich ungefähr. Kennt ihr vielleicht den auch noch? Das war vor ungefähr, knapp gute 80 Parts oder so her. Das war, glaube ich, sogar der Weltenvernichter, wenn ich mich nicht irre. Und der jedenfalls, hatte ja... Ich dachte die ganze Zeit, Moment. Ich würde nach einem Gerät suchen, nicht nach einer Person. Target, das bin ich, das Gerät. Nee, 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 nee. Das macht Sinn, Kajujum. Maestra Mehiruba. Das bin ich, das Es gibt nicht viele, die sich selbst zu einem Leben in Gefangenschaft verdammen würden. Ja, gleich so ein bisschen, keine Ahnung, wütend wird. Aber jetzt nochmal, drauf zurückzukommen. Und zwar diesen Typen... Ja, das ist den Typen, den wir doch mal besiegt hatten, zwecks dieses einen komischen Weltenvernichterskack da, der dann doch da angekommen ist in dieser komischen Kapsel. Beziehungsweise wohl gesagt hat, nein, ich bin der Stärkste, ganz groß wurde. Ganz komischer Typ hier. Dann muss ich da runter und sie aufhalten. Erfahr jetzt hier, Sidiaris! Lege jetzt dort hin, geh! Oh, was haben wir denn da? Nein, ist noch nicht besser. So, ach ja, bevor wir das natürlich vergessen. Steuerung C, dann wärmen wir nämlich ganz kurz unsere Rüstung nochmal auf. So, das ist Level 60. Das ist 137 Beherrschung. Oh. Einfach mal... Stufe 48 und Stufe 60, was das für einen Unterschied macht. 137, 116 Ausdauer, 48, 47 Ausdauer. Okay, hier haben wir mehr Ausdauer, Beherrschung, Ausdauer. 47 Ausdauer, ach ja, genau, 48, 47. Na, ja, stimmt, genau. Erzähl doch. Vielseitige Armierung, fortgeschrittene vielseitige Armierung, ja. Also man sieht auf jeden Fall, es macht einen Unterschied. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir das jetzt rausnehmen. Also wir sehen ja dann jetzt zum Beispiel, wo ist jetzt dann zum Beispiel das? Machen wir einfach mal hier raus. So. Für 7900 Credits, nein, danke.
So. Anwenden. Und jetzt müssen wir dann hier links zum Beispiel. Warte mal. 100 Beherrschung, 105 Ausdauer. Armierung, Purple, 140. Ist es das? Das müsste es, glaube ich, sein, oder? Rüstungswert, ach so, Rüstungswert 200 ist das. Und das andere war gerade mal irgendwas anderes. Das war ja nicht sehr. So, ist egal. Rüstungswert 200, das andere. Das können wir hier nochmal sehen. 140, also 60 mehr schon mal so vom Rüstungswert her. Und das, da brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht drüber reden. Das ist schon mal. Safe. Jetzt sind wir aber wenigstens mal wieder auf dem neuesten Stand hier. Und die Sachen, die brauche ich nicht wirklich verkaufen. Beziehungsweise ausbauen und dafür dann Geld ausgeben, das macht einfach keinen Sinn. Sehr schön. Hier habe ich auch nochmal eine Armierung drin. Zack. Anwenden, annehmen. Jetzt haben wir eigentlich eine Armierung offen. Ich weiß jetzt nicht, ob es das hier wäre oder das hier, aber eins von den beiden, da kann man garantiert sich später irgendwann auch noch ein, ja, so ein Armreif nehmen. Hier zum Beispiel haben wir auch nur eins, beziehungsweise hier sind zwei, 151, 54, 112, 38. Ja, hast du mir leider, glaube ich, eins zu viel gemacht, macht aber nichts. Ich nehme dann natürlich beide ganz gerne dann auch rein, wenn ich dann natürlich Stufe 61 erreiche. Ja, das ist zwar jetzt für eine andere Stufe gedacht, aber das macht überhaupt nichts. Die nehme ich auf jeden Fall ganz gerne an, deswegen. Ja, wie gesagt, das ist dann auch alles kein Problem. Wir sind auch schon mal relativ hell, hell 3, schon nicht schlecht. Bald sind wir sogar hell 4. Na, bald ist gut, das wäre dann hier die Stufe, glaube ich, dann hell 4. Und ich will auf jeden Fall noch hier hinkommen, wenn es dann klappt. Müssen wir auf jeden Fall mal sehen, wie es dann funktioniert. Und ja, das wäre dann halt, wie gesagt, alles schon für Stufe 64. Bis dahin, denke ich mal, dauert es auch noch ein bisschen. Das können wir uns ja noch aufheben. Wie gesagt, das brauchen wir ja so oder so. Ja, eine Armierung war klar, das kann da nicht rein, aber wie gesagt, ein Heft kommt da rein. Das können wir später noch benutzen. Modifikation und Verbesserung. Wie gesagt, das sind ja erfordert Stufe 52 jeweils. Und mit 60, weiß nicht, das kann vielleicht schon noch mit zusammenhängen. Aber ich denke mal, 8 Level dazwischen machen die wirklich so einen großen Unterschied zu diesem Schwert. 72 Beherrschung. Ich denke mal, ja, weil wenn ich mir das mal angucke. 137 Beherrschung, ja, und in jeder Ausrüstungskategorie dann jeweils mehr davon. Ja, macht garantiert einen Unterschied, hundertprozentig, deswegen müssen wir auf jeden Fall mal nächste Runde dann hochfliegen. So, sucht ihr ein bisschen, genau, geht zum brennenden Weg. Da würde ich gerne mal wissen, wo das ist. Ja, das wäre dann einmal hier durch, dann hier rein wahrscheinlich. Da würde ich einfach mal sagen, porten wir uns raus, nochmal hier hin. Das wäre jetzt das Simpleste, was ich jetzt machen könnte, dass wir nochmal schneller hinkommen, ohne dass wir jetzt große Gegner-Mobs killen müssten. Da würde ich schon mal von mir aus so sagen. So, kann ich jetzt nochmal ein paar Sachen schnell verkaufen. Und wenn ich dann die paar Sachen verkauft habe, würde ich sogar vorschlagen, dass ich dann mal einen Flottenpass nehme und dann mal hochreise. Ja, tut mir leid, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Wir haben ja zum Glück alles hier so weit unten. So, dann das hier einmal. Nee, nicht das verkaufen. Das können wir gerne einmal verkaufen. Das verkaufen wir. Das war, glaube ich. Was? Achso, entfesselter Ding. Das Ding. Das können wir nicht benutzen. Schrott verkaufen. Oh, sehr schön. Also Beherrschung ist nicht schlecht. Geplündertes Metall. Zweiten Grades. Ich habe keine Ahnung. Hauptsache, irgendwas ist drin. So, dann haben wir hier die ganzen anderen noch Medipacks, Skins, Spins, keine Ahnung, alles mögliche. Dann noch halt, genau, die Stimpacks, alles mögliche. Ach, das sind alles Sachen, die ich eigentlich gar nicht wirklich hier benötige, weil ich mich ja nicht direkt auf PvP fokussiere. Deswegen, ja, war es das erstmal für mich, Leute, hier an der Stelle. Ich werde jetzt erstmal hoch zur Flotte reisen, aber was ich natürlich als nächstes machen werde, ist jetzt wahrscheinlich gleich erstmal dieses Video hochladen und morgen bearbeiten. Weil es ist jetzt schon relativ spät, kurz vor 3. Und ich muss auch ein bisschen Schlaf verbekommen. Und auch wenn es jetzt zwar Sonntag ist, ich muss arbeiten. Deswegen, wie gesagt, ihr werdet euch wahrscheinlich gemütlich dieses Video dann angucken. Mit einer Tasse Kaffee oder so. Und dann
Werde ich dann garantiert auf Arbeit sitzen und dann werde ich garantiert fleißig dann eure Kommentare lesen. Ja, das wird garantiert so sein. Hundertprozentig. So, ich laufe jetzt aber trotzdem erstmal noch dahin. So, hier sind wir schon mal. Und zwar Versorgungsgüter Galaktisch mal. So, warte mal. Fähigkeiten, Modifikation. Ach Quatsch. Ich glaube, es war hier, oder? Händlerin der Hellenseite? Nee, Quatsch, hier unten war das. Genau, hier unten. Also wir gehen jetzt sozusagen einmal hier hin. Drehen dann hier oben, gehen gleich runter, weil wie gesagt, hier ist er dann. Warte, warte, hier. Stufe 65, Stufe 60, da sind wir. Perfekt. So, wir laufen wirklich noch einmal dahin. Und den Rest, den mache ich dann selber. Vielleicht lasse ich so. Ach nee, ich kann das Spiel ja gar nicht anlassen. Hehehehe. Nicht wundern, wieso das hier gerade so rumlegt, aber das ist vom Server alles. Also, das ist nicht von mir her. Wollte ich euch nur mal sagen. So. Seht ihr? Weil wenn ich mich jetzt wieder nicht bewege, ist alles okay. Und die ganze Zeit fasst mich auch nicht. Also. Ich bin fein raus aus dem Schneider. Ah, es nimmt echt überhand, gerade sehe ich. Irgendwas ist hier gerade krass. So. Was haben wir hier? Nein, das brauchen wir nicht. Stufe 65, da, Stufe 60, sehr schön. Okay, Leute, jetzt bin ich angekommen. Deswegen an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen von Star Wars The Old Republic. Und wie immer, wenn ihr irgendwelche Kommentare schreiben wollt, schreibt ein paar Kommentare. Ja, nochmal für euch zur Erinnerung. Ich weiß, das haben vielleicht jetzt schon einige gehört. Aber dann natürlich auch mal wieder die Frage gekommen ist oder die Fragen, hey, wann ist denn das soweit? Es ist bald soweit. Ich würde es gerne schneller machen, aber wie ihr seht, ich bin selbst mit der Zeit irgendwie hinterher. Ich glaube, ich müsste auch mal einmal eine Runde oder zwei Abende komplett aussetzen mit den Streams und mich wieder mehr darauf fokussieren, hier auf jeden Fall das weiterzuschreiben und es dann in Wiederbearbeitung zu setzen und alles Mögliche. Deswegen habt noch ein bisschen Geduld. Es wird auf jeden Fall nächste Woche kommen. Das kann ich euch sagen. Das Video wird nächste Woche kommen. Wann es kommen wird, also dieses die komplette Charaktervorstellung, ja, die komplette Infos, was man alles, also wird wahrscheinlich auch so sein, was man alles wissen sollte. Zum Beispiel dann so Star Wars, Darth Vader, was man alles über ihn wissen sollte. Sowas zum Beispiel in der Art wird dann als Überschrift kommen. Ich denke, das ist ganz passend. Wird natürlich etwas alles mit so ein bisschen Kanon und Non-Kanon zusammenhängen. Gibt natürlich dann viele Verfechter von Non-Kanon, kann ich vielleicht auch verstehen. Dennoch, wie gesagt, lasst euch überraschen. Ich werde es auf jeden Fall so cool machen, wie es geht, wie ich es mir vorstellen kann. Und dann bin ich wirklich nur auf euer ganzes Feedback gespannt, was ihr davon haltet. Und das war es dann sozusagen auch schon von mir jetzt hiermit. Deswegen vielen Dank jedenfalls für euren ganzen Support. Und habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen restlichen Sonntag und ich verabschiede mich damit. Und werde wahrscheinlich gerade auf dem Weg zur Arbeit sein, wenn ihr das Video anguckt. Deswegen, also haut rein, viel Spaß und dann noch bis zur nächsten Folge. Ciao, dealer.